Damit gelangen wir zur siebten Anfrage, Frau Abgeordnete Ulrike Königsberg-Ludwig. Danke, Frau Präsidentin, geschätzter Herr Minister. Heute wird nach der Fragestunde das Erwachsenenschutzgesetz beschlossen, das im Bereich der Sachwalterschaft einen Paradigmenwechsel einleiten wird. Weg von der Entmündigung hin zur Ermächtigung. Ich denke mir, ein ganz großer Schritt für die betroffenen Menschen auf dem Weg zu ihrem selbstbestimmten Leben. Das Gesetz wird ja von allen, von den betroffenen Menschen, von den Organisationen, von allen politischen Parteien als äußerst positiv bewertet, weil wir wissen, dass es für die Menschen ein wirklich gutes Gesetz ist, das wir heute gemeinsam beschließen werden. Der einzige Kritikpunkt im Vorfeld war einfach die Änderung des Finanzrahmens, der sich doch verändert hat von der ursprünglichen Version zu der Version, die wir heute beschließen werden. Und darauf möchte ich auch meine Frage beziehen. Herr Minister, wie gedenken Sie, für das für die Betroffenen so wichtige neue Erwachsenenschutzgesetz ausreichend finanzielle Mittel für die Erwachsenenschutzvereine sichergestellt werden? Herr Bundesminister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Sie wissen, wenn der Nationalrat ein Gesetz beschließt, dann wird erforderlichenfalls der Nationalrat auch die Budgetierung sicherstellen können. Der Nationalrat ist der Souverän und dem hat auch die Regierung zu entsprechen. Ich sehe bei diesem Gesetz für die nächsten Jahre kein wirkliches Finanzierungsproblem. Ich habe auch diese Diskussion darüber mitverfolgt, sichergestellt, im Einvernehmen übrigens mit dem Herrn Finanzminister, dass das, was hier notwendig ist, unsererseits an zusätzlichen Aufwendungen, das sind pro Jahr circa 10 Millionen Euro, dass das jedenfalls auch von unseren Rücklagen gedeckt werden kann. Das ist für die nächsten Jahre sicher ausreichend. Die Bewilligung dafür, die der Finanzminister teilen muss, die haben wir für den Fall, dass das notwendig sein sollte, bekommen. Ich verstehe auch den Finanzminister, dass er sagt, na ja, solange ihr noch Rücklagen habt, braucht ihr kein frisches Geld. Wenn es erforderlich sein sollte, dass wir hier frische Budgetmittel brauchen, dann bin ich sicher, dass wenn der Nationalrat schon das Gesetz als solches beschließt, dann wird er erforderlichenfalls irgendwann einmal, ich weiß nicht wann, auch die Budgetmittel dafür beschließen und uns zur Verfügung stellen. Aber das ist ein langfristiges Projekt. Ich glaube auch nicht, dass es jemals ein Gesetz gegeben hat, wo man sich über seine Finanzierung über einige Jahre hinaus so viele Gedanken gemacht hat wie hier. Ich kann nur sagen, ich bin wirklich im Einvernehmen mit dem Finanzminister. Wir haben hier wirklich kein Problem. Es sind halt Rücklagen da, die man sinnvollerweise auflösen sollte. Und ich sehe daher wirklich kein Problem. Ich freue mich darüber, wenn das heute mit großer Mehrheit beschlossen werden kann. Und ja, wird schon laufen.